mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gitter. Es ist mit der Tür verbunden, aber es braucht Energie.
Zelle. Hat geklappt. Das sitzt fest. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Mein Freund. Vorbote der Endzeit. Was gibt es denn? Die Modifikation der Einsiedlerspinne. Die separaten Speicher für die Gaia- und Hadesmuster. Tja, das wird viel zu teuer. Ich werde die Tests des Hades-Protokolls nächste Woche ins Hauptquartier von Zero Dawn verlegen. Nur mit der Ruhe, Mann. Lass es mich mal ganz einfach erklären. Baby Hades ist ein fieses kleines Ding. Und es muss in seiner Wiege bleiben. Ein Fehler. Und es unterbricht jeden Datenfluss und jede Stromleitung. Deshalb ist dieses dunkle, gruselige Loch perfekt. Sehr schwierig, ein unerlaubtes Signal rauszuschicken, damit die Cyber-Atomwaffen hier nicht einfach davonfliegen können. Zum Beispiel Draxnet 4. Ist abgeschaltet. Ich glaube, die Jungs nannten das den Moldavian Brain Hack. Das war ein Projekt der Freigabe Stufe 9. Ah, du dachtest, deine Leute hätten alle Spuren verwischt? Tja, der alte Trev hat genau hingeguckt und noch welche gefunden. Nein, Hades wird bleiben, wo er ist. Bis dann, Teddy. Wenn dieser Ort von der Außenwelt isoliert war, sind eventuelle Gaia-Backups nicht gelöscht worden. Sicher vor Ted Farrows Versuchen, Gaias Apollo-Datenbank auszulöschen. Thank you.
hier? Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Fascinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei, wertloses Versprechen, bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Thank you.
sollte rübergleiten können. Eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Da sind Daten von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Also. Da ist die Tür. Ich komme näher. Rauscht.
abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Okay, das war das überflutete. Identity-Scan wird durchgeführt. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein und baue sie Stück für Stück wieder auf.
Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Wetter? Haben wir es? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht... Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich kann nicht ausrichten. Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht
Wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Sie kann. Sie versteckt sich. Die Beute gehört mir. Oh, Mäuschen. Ist das gut? Soll das eine Waffe sein? Die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Das ist ein echter Kampf, nicht wahr? Treffer! Schon. Oh, ich muss den Hauptmann treffen. Da drüben bist du nicht sicher. Eins muss ich dir sagen. Das macht Spaß. Na los. Streng dich mehr an. Tentakel von Kopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Greif mich an! Nicht die dumme Maschine! Du hast Mumm, Kleine! Gefällt mir! Was sehe ich da? Ein Mäuschen? Den ganzen Spaß allein zu gönnen. Ja.
Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Erfrischend, schätze ich. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Komme ich jetzt hier raus? Diese Phantome geben nicht auf.
sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Perfekt. Das war... Shongu, ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam, immer langsam. Hey, alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal.
Was hat es denn? Sie heißt Reh, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Vorhabe sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaro überall. Unsere Ernte ist verdorben. Unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja.
Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Re mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Sau. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Re beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Betthohe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht wird das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es... ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest?
dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die?